bisschen. Anton kommt aus der Sommerpause zurück. Ich habe mir immer, jetzt schon mal ein Like. Ich habe mir früher immer seine Videos angeguckt. Also es war wie so ein Ritual. Das habe ich immer gemocht, weil ich fand immer das, was vor dem Spiel passiert, immer cool so zu sehen. Auch so, wie er nimmt uns so mit. Das fand ich immer sehr cool. Da bin ich, Chat. 1 Million Aufrufe. Epische Fußball-Challenge gegen Eli. Das bin ich. Und vielen Dank für euren Support. In den letzten 12 Monaten haben wir über 60 Stadion-Vlogs gedreht. Aber die Journey ist... letzten 12 Monaten haben wir über 60 Stadien. Da bin ich schon wieder, Chat. Im S sogar. Mein Gesicht ist im S. Ich bin im Thumbnail. Vlogs gedreht, aber der Journey ist noch lange nicht zu Ende. Vamos. Guckt euch mal diesen riesen Vamos, an. Damit fliegen wir. Es geht nach Miami. Oh. Deine Abos sind auch wild, ja. Ich gönne es Anton auch sehr. Das ging echt nochmal sehr stark voran. 1,6 Millionen ist schon ein Brett. Yeah. Die Sommerpause am ist wird verschoben. Und endlich geht die neue Saison los. Ich freue mich mega, Freunde, für euch in die USA zu fliegen und zu den Matches von Las Vegas gegen Real. Als erstes geht's gegen Miami, danach in Vegas gegen Real Madrid. Lol. Und als letztes gegen New York. Ich starte das Video hier am 16. Boah. Oh, da wird ja so viel Kohle gemacht. Also nicht er, sondern so Las Vegas, Real Madrid gegen Barcelona. Das wusste ich nicht mal. Hilfe. Juli, bei euch ist schon ein paar Tage her. Aber heute Nacht haben sich Barca und Bayern geeinigt bezüglich Robert Lewandowski. Er kommt tatsächlich, ich kann es gar nicht fassen. Wir werden wahrscheinlich auch sein Debüt live in den USA miterleben. Liebe Grüße an alle Frankfurter, das ist der Abflughafen. Ich gönne jetzt hier ein kleines Frühstück. Gute Besserung, aber was für mich. Nämlich auch ein Jürgen Würz. Sehr gut. Ich auch nach Miami bei dem leuchtenden Nackenkissen. Meine Freundin kommt auch noch mit. Ja, die beobachtet die Route. Ich hab. Digga, dieses Nackenkissen, ich schwör's euch. Diese verkackten Nackenkissen sind auf der ganzen Welt. Ich war im Urlaub auf irgendeinem verschissenen Berg in Kreta. Auf irgendeinem verlassenen Berg. Da habe ich eine 5er-Jungstruppe, alle mit einem Nackenkissen gesehen. Die waren so 20 oder so. Alle mit einem Nackenkissen, hochmotiviert und haben sich einen Cola-Keks gefreut. Die haben mir dann die Nackenkissen gezeigt. Überall sehe ich die am Flughafen. Das ist also immer wenn ich am Flughafen bin, sehe ich die irgendwo, also fast immer. Ist schon krass. Aber jetzt mal unabhängig von meinen Nackenkissen. Ihr braucht Nackenkissen, Chat. Das ist der größte Gamechanger. Ihr könnt im Flugzeug, ihr könnt es so ranmachen, dann könnt ihr so pennen. So, dann könnt ihr so schlafen. Ihr könnt das so machen, dann könnt ihr hier so pennen. Ihr könnt das umdrehen und auf diese Lehne hier machen. Dann könnt ihr so schlafen, als wenn es ein richtiges Kissen wäre. Es ist einfach der Wahnsinn. Ihr könnt so machen, dann seht ihr cool aus. Es gibt viele, viele funktionale Sachen damit. Bei dem leuchtenden Nackenkissen. Meine Freundin kommt auch noch mit. Ja, multifunktional. Ich habe seit 77 Minuten Sudoku getryhardet. Mir fehlt nur noch die letzte Zahl. Bisschen Bauchschmerzen. Essen war nicht gut im Flieger, aber nun gut. Wir ruhen uns weiter aus. Ich tryharde jetzt aber auf der Switch Mario Kart mit dem SL Roadstar. Da sehe ich nicht. Wir sind gelandet in Amerika. Da hinten sieht man schon Palmen. Das ist Miami und ich glaube, das ist unser Hotel oder das. Auf jeden Fall haben wir eine View auf die Skyline. Das Taxi sieht aus wie bei GTA. Wie cool ist das denn, Digga? Let's go! Es ist so schwül draußen, es kommt dann wieder eine Hitze entgegen, aber es ist gutes Nackenkissen! Ich sag zum Taxifahrer so, kann er bitte die Klima ein bisschen runterstellen? Er so, ich mach gar nichts runter. Perfekt, Digga! Richtig guter Empfang! Es ist so warm, ne? Oh mein Gott. Das ist unser Hotel von Out. Also sorry, ich bin wirklich der Mann, schwarze Autos größer als alle anderen. Also Farbe. Guck mal, wie böse das aussieht. Bam, schwarz. Finden vielleicht manche langweilig. Ich finde schwarze Autos so edel. Oder halt so grau. Grau-matt, auch cool. Schwarz-matt, grau-matt. Ja, jeder hat seinen Geschmack, ich weiß. Aber das ist dann mal meine Meinung dazu. Es ist so warm, ne? Oh mein Gott. Das ist unser Hotel von außen. Ich bin gleich so gespannt auf die View. Sieht halt so gemein aus. Für die nächsten 5 Tage. Okay, gleich checken wir ein. Freunde, gerade ist die Sonne nicht draußen, aber man kann sich's denken. Boah, aber es dank für den Firma. Firma, Jacqueline, ich grüße dich. Guckt euch mal diesen Cadillac an. Das ist ein Monster, richtig amerikanisch. Die erste von 3 Roomtours aus den USA. Danke für 2 Euro. Was? Okay, hier erstmal unser Eingangsbereich. Rechts geht's sofort zum Badezimmer. Richtig riesige Wanne. Guck, das mag ich sowas so. Der holt mich ab. Ich mag so Vlogs, die man sich so beim Essen angucken kann. Ich könnte mir den Vlog safe beim Essen angucken. Welcome to Miami. Okay, Toilette ist dann. Videos, die man sich beim Essen angucken kann, immer super. King-Size-Bett, da sehe ich mich gleich, Leute. Oh, Bettsprung schon lange nicht mehr gemacht. Werden sie noch ein paar Snacks? Der C300 würde zu meinen Augenfarben passen. Ja, das Beste ist natürlich die View, Freunde. Später laufen wir dann zu Fuß über die Brücke und werden dann dort im Brickwell Village etwas essen gehen. Oh, Digga, komplett gestolpert, perfekt. Alter, Leute, es ist so schwül, ey. Vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr so ein Content möglich macht. Hätte mir jemand vor ein paar Jahren gesagt, dass ich zur Preseason in die USA fliege, zu den Matches von Barca. Ey, ich hätte das niemals geglaubt. Na. No.
Wir müssen jetzt ein bisschen auf den Jetlag klarkommen, aber wir haben jetzt hier Room Service bestellt. Ja, gönn uns mit dieser View noch. Und wir haben noch sogar ein bisschen Dessert. Ich glaube, so eine Chocolate-Tart, ne? Oh, das sieht sehr gut aus. Lecker. Gönnt euch mal diesen wunderschönen Sonnenuntergang. Oha. Oh yeah, so habe ich mir doch. Boah. Lecker. Gönnt euch mal diesen wunderschönen Sonnenuntergang. Oh. Auch so. Oh yeah. Mit dem Palm sieht aus wie so ein Hintergrund von einem Handybild. Mit dieser Straße, dann hier so die Autolichter. Das sieht einfach aus wie so ein Hintergrundbild. Mit den Palmen, dann mit dem Wasser. Wow. Ja, so habe ich mir doch Miami vorgestellt. Wir sehen uns dann morgen früh. Aber auch nachts sieht es einfach nur hammermäßig aus. Wallapa. Boah, zum Genießen. Oder fliegt ein Flieger? Nächster Tag, wir sind wieder am Frühstücken. Ich zeige euch jetzt die besten Pancakes. Darauf habe ich mich die ganze Reise gefreut. Oh, lecker. Scheiße, ich mag. Ich weiß, da werden mich viele fronten. Ich mag keine süßen Speisen zum Frühstück. Ich kann das nicht essen. Ich mag das nicht. Ich mag auch kein Nutella zum Beispiel. Ich mag keine Pfannkuchen. Ich mag keine Pancakes. Ich mag keine Waffeln. Also frühs. Ich kann das nicht essen. Geht nicht runter. Mag ich nicht. Sorry. Es gibt noch fette Waffeln. Honig, ja, geht noch. Perfekt, thank you. Enjoy. Einfach Paradies hier. Hier gibt es überall noch leckere Früchte. Boah, da sehe ich mich. Und Wurst. Nice. Ja, ich weiß auch nicht. Boah, super gewürzt. Viele plus Eisen, viele verstehen es nicht. Ich strahle hier, aber man fühlt sich hier wirklich wie im Regenwald. Ich bin übrigens sehr gespannt, ob Cristiano Ronaldo jetzt zu Bayern München kommt. Es wird sehr, sehr viel gemunkelt. Was glaubt ihr? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Die Bayern. Ich kann morgens gar nichts essen, das fühle ich am meisten. Ich kann erst so 2 Stunden oder so, nachdem ich aufgestanden bin, was essen. Ich kann nicht frühstücken. Ne? So, ich verstehe nicht Leute, die so, keine Ahnung, um 7 Uhr aufstehen und schon um 7.30 Uhr frühstücken gehen. Das geht, ich krieg das nicht gebacken. Kann ich nicht. Ich kann morgens nichts essen. Meinten, ja, das passt nicht zu deren Vereinspolitik, aber ganz ehrlich, alleine für das Marketing, das würde Bayern einfach... Vincent, Alex, Jan, danke für die Subs und danke für... Bayern München spielen würde. Abends esse ich sehr viel, ja. Bitte, holt Cristiano. Holt Krisch! Da unten sind richtig viele Robben, die Oha. Da rutschen. Da oben ist unser Hotelzimmer und jetzt Robben. Fahren wir hier über die kleine Brücke. Krokodile sind da auch. Angst vor Krokodilen. Das schaut alles so krass hier überall aus, ne? Ich will gar nicht wissen, wie es dann in New York sein wird. Wir holen uns krass. Jetzt ein Mietauto und dann erkunden wir die Stadt. Enjoy the drive, right? Thank you. Thank you. Okay, bye. Wir haben einen Cadillac bekommen. Es gibt aber, glaube ich, sogar noch größere Modelle, ne? Damit sollte ich eigentlich zurechtkommen. Das ist auch manchmal echt ein Vorteil, wenn man nicht zeigt, wie seine Freundin aussieht. Das ist bei Amaya auch so, ne? Das hat echt riesengroße Vorteile. Weil, doch, das ist schon... Gamer Bowser, das macht es auch so, ja. Es gibt Vor- und Nachteile. Über die Motorhaube blickt. SUVs, ja. Die ersten Meter hier in Miami. Oh, ist aber sehr, sehr bequem. Machst frech. Da will ich schon wieder irgendwas essen. Die amerikanischen Flaggen. Oh, noch ein schönes Riesenrad. Vorteil und die Fans und keiner weiß. Das ist super. Hey Leute, ich bin hier so fasziniert von den Autos. Ne? Guckt euch mal das an, Digga. Das Louis und so Abtus, danke für die Sub. Doppelreifen einfach. Die Stadt besteht hier aus richtig vielen... Nochmal Ende. ...die quasi mit so Mini-Inseln verbunden sind, die auch noch zur City gehören. Jetzt fahren wir gerade Richtung Miami Beach. Hier rechts von uns ist, glaube ich, der Hafen, Freunde. Schaut mal, Leute, sogar die Polizei läuft hier auf Pferden rum in Miami. Chillig. Ich sag's euch, es riecht hier überall so nach Weed, ne? Und diese Seitengassen sind für mich auch so ganz typisch amerikanisch. Einen Freunde, und wir laufen vorne Richtung Miami Beach. Ein paar Meter noch und dann sehen wir den berühmten Strand. Da, wo heute Matchday ist, habe ich natürlich auch mein... Ist da Rohat irgendwo, oder? Nicht das Neue, aber das kaufe ich mir noch. Buh, hat's sicher. Eigentlich muss ich den Oberkörper frei drauf. Jawoll, da sind wir doch. Mammut! Oh mein Gott, das sieht schon traumhaft aus, Schatz. Richtig nice. Ich finde den Beach auch ehrlich gesagt schöner als Venice Beach in L.A., wo ich vor ein paar Jahren war. Das ist ja so ultra clean. Das wird mein Job nach... Freundin liegt. Mann, Digga, jetzt wisst ihr, dass sie braunhaarig ist. Jetzt wisst ihr, dass ich hab Antons Freundin kennengelernt, die... kurz, ganz, ganz kurz. Die waren beim Illegaler Cup von mir da. 1 Million Abo-Special mäßig. Das Allergeilste ist, es ist gar nicht so überfüllt hier, ne? Man nee, könnte sich voll ganz gegen dahin pflanzen und diese wunderschöne Aussicht genießen. Boah. Wir werden von Rafinha auch heute das Debüt erleben. Da freue ich mich extrem drauf. Bas hat einfach über 100 Millionen für ihn ausgegeben und Lewandowski zusammen. Plus noch Kessié, plus Christensen, plus wollen sie noch Koundé holen. Keiner weiß, wie sie das anstellen. Klar gab es die Verkäufe von den TV-Rechten und geiler Spotify-Marketing-Deal, aber allein wegen dem Fairplay und so, die müssen eigentlich noch Spieler... Aber ich glaube, ja, okay, cool. Freunde, ich könnte da so lange drüber reden, aber egal, wir freuen uns drauf. Barca ist, glaube ich, wieder komplett... Selbst wenn, wen juckt's? Und ja,
schieße jetzt hier ein cooles Insta-Pick und dann gehen wir weiter. Genau so habe ich mir diese Stadt vorgestellt. Ne? Hier überall Lokale, wo man essen gehen kann. Dann natürlich Palmen, die Avenue und dort dahinter ist dann der Strand. Richtig link. Manfred. Es zocken die Volleyball, da hören die Musik. Und ich bin Top 100 Volleyballspieler und das lasse ich mir nicht nehmen. Da hätte ich jetzt auch einfach Bock, ne? Falls ich jemals im Urlaub bin und ich sehe welche von euch auf der Anlage und ich spiele Volleyball, geht nicht ins gegnerische Team, sondern mit mir, weil ich mache euch fertig im Volleyball. Bin eine Maschine. Digga, wie ich pritsche, das können vielleicht 5 Leute in ganz Europa noch so. Ich pritsche wie ein Weltmeister. Mit ein paar Freunden. We talk. Einfach hier ein bisschen Beachvolleyball. Lüge, nein, ich bin wirklich gut im Volleyball. We talk. Freunde, ich bin richtig impressed, ne? Ich finde gerne Eis und ein eisgekühltes Getränk. Das nenne ich doch mal ein gutes Erfrischungsgetränk. Okay. Digga, wie groß? Es ist ein bisschen sauer, aber es ist lecker, Freunde. I like it. I can taste you. Super, Selbstentschätzung, danke schön. Ich habe dieses Haus schon mal bei YouTube gesehen. Ja, hä? Architecture-Video. Ich weiß auch wo. Ey Leute, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe dieses Haus schon. Nee, ich weiß auch nicht wo. Mal bei YouTube gesehen, bei so einem Architecture-Video. Freunde, ich habe kurz einen Halt gemacht hier bei der Autobahn. Boah, guckt euch mal diese Villen da vorne an. Oh mein Gott, stellt. Welche Villa findet ihr geiler? Links oder rechts? Rechts. Das ist gar nicht meins, ne? Viel zu altmodisch, nur Front. Also ich würde natürlich da auch einziehen, wenn ich einen Schlüssel bekommen würde. Aber das ist geil. So dieses moderne, dunkle Akzente, dunkel-weiß, große Fenster. Fühle ich. Hat andere auch große Fenster. Aber ihr wisst, was ich meine. Euch vor, man hat sowas und dann tut man da sein privates... Ja, das schmeckt. Ich glaube, DJ Khaled hat so ein ähnliches. Also wenn du eine Yacht hast, Yacht ist größter Flex, du kannst einfach, ach Digga, ich muss weniger Stopp drücken. Yacht, du nimmst deine Yacht, du fährst einfach raus, du kannst, so macht ja auch Ronaldo und so immer Urlaub, diese ganzen Promis, die nehmen ihre Yacht, fahren irgendwo hin, wo schön ist und haben dann ihre Ruhe. Die müssen nicht zum Strand oder so, die gehen in ihre Yacht, fahren erstmal raus ein bisschen und das ist, Yacht ist ganz, ganz brutal. Also ist aber sehr, sehr teuer, ne, muss man dazu sagen. Aber ich glaube so das Letzte, was du holst irgendwo, wenn du kein Ding mehr hast, ist ein Jet und Yacht. Aber Yacht ist wirklich, Yacht ist ganz böse, aber es ist ja viel zu teuer. Allein dieser Stehplatz ist brutal. Ah ja, da sehen wir auch schon ein paar Barca-Fans. Hola. Hola. Perfecto. Hallo. Wir sind jetzt 50 Kilometer weiter in den Norden gefahren, denn hier ist nämlich das Hotel von Barcelona. Die sind auch hier direkt an einem nicen Strand. Und ja, das Inter-Miami-Stadion ist auch nur 2-3 Kilometer von hier entfernt. Oh, und hier stehen auch schon ein paar Barca-Fans noch, die wahrscheinlich hier ein Autogramm oder so abfangen wollen. Hola, nachher werden dann die Spieler hier rauslaufen und in den Mannschaftsbus einsteigen. Viele Barca-Supporter auch hier in Miami. Hey, nice. Visca Barca. Hola, hola. Ich vermute mal, das erste offizielle Foto von Lever im Barca-Shirt wurde auch hier geschossen. Am Strand haben sie ja den Wechsel verkündet. Da oben sind einfach alle Barca-Spieler gerade, ne? Oh, Anelio, Tobi, Use Mods, danke für die Subs. Ich habe schon wieder einen Halt gemacht. Ne? Ich komme nicht auf diese schönen Spots klar. Ey, wie krass sieht das hier aus, Leute? Da kann man Jetskis mieten. Jetski ist auch sehr geil. An alle, die noch nie Jetski fahren waren, versucht mal, macht es mal im Urlaub. Jetski ist so geil, macht so Spaß. Fetten Villen direkt am Wasser. Ist auch nicht so teuer, wenn ihr euch nicht abziehen lässt. So eine Stunde 20, 30 Euro. Es lohnt sich wirklich. So sehen bei einer Abkühlung mit Jetski rumfahren. Ich mache jetzt noch einen kleinen Nachtspaziergang am berühmten Ocean Drive. Und da sind wir. Geht. Hier sehen wir es. Kennt ihr die Szene, Freunde, wo Will Smith auf dem Motorrad angeschossen wird? Das ist nämlich genau hier irgendwo. Ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren Jetski ist. Film gedreht, hinten, wo es dunkel ist. Hä, voll der gute Preis. Ja, also so, ihr könnt euch auch abziehen lassen. Kommt ein bisschen drauf an, wo ihr seid. Aber so, wenn ihr ein bisschen runterhandelt und so. Also ich war bis jetzt, glaube ich, 6-mal Jetski fahren oder so. Es war immer so irgendwas zwischen 30 Euro und 100 Euro. Kommt darauf an, wo du warst. War in der Türkei Jetski fahren? Oder war das Ägypten? Türkei oder Ägypten, das waren 20, 30 Euro. Aber dann in Griechenland kostet es vielleicht dann 50 Euro pro Stunde. Aber lohnt sich. Es ist dann der Strand und ja, Digga, boah, das ist halt eben genau Miami, ne? Ja, irgendwie ist es überall unterschiedlich. Richtig schön, ey. Die machen auf ja die Preise, die machen, was sie wollen. Ich habe eine sehr lange Brücke gefahren. Selim, Jonas, Zolle, danke für die Subs. Der Rückspiegel war einfach nur der Wahnsinn. Muss ich gleich mal gucken, dass ich das noch aufnehme. Hoffen wir mal, der Trip lohnt sich und Barca rasiert morgen auch. Let's go. Wunderschöne Promenade, wirklich mit den Palmen. Ey, ich komme nicht klar, Jungs und Mädels. In einem Cabrio würde ich mich halt auch hier sehen, ne? Und am Ocean Drive entlang zu fahren. Mega. Diese Seitengassen erinnern mich auch zu krass an GTA und passen dazu ein BMX. Genau damit hat man begonnen. Jetzt geht's wieder rein in den SUV. Ja. Ah. Activate your radio now. Call 844-711. All Black Lambo. Oh, guck mal, wie geil. Ah.
Ich glaube, es ist sogar Schwarzmatt. Schwarzmatter! Was ist denn das? Ein Hurrikan? Sieht mir nach einem Hurrikan aus. Schwarze Felgen. Wenn du mit dem Ding nachts durch die Gegend fährst, Digga. Sieht aus wie Batman. Da war es ein SQP, auch ein Brett. In weiß. Finde ich zum Beispiel nicht so geil, weiß. Black Lambo, auch sehr geil. Und hier links, rechts sind überall Einkaufsläden, Freunde. Da kann man schön shoppen gehen. Das ist, wovon ich geredet habe. Switch that V6 for the EV, ride around my city. You should come right with me. Das ist Nick. Leute, das ist gerade ja, 24 Uhr und es ist immer noch so ein Traffic, ne? Nicht mehr normal. Also jetzt sind wir wirklich mitten in Downtown Miami und wir holen uns jetzt noch einen Cheeseburger. I would like to order 4 Cheeseburger, please. Flo, Nadir, Jamie, danke für die Subs. Digga. Schmeckt ein bisschen anders, aber hier in Amerika. Ist, glaube ich, ein anderer Käse. Aber gut. Ich könnte die ganze Nacht hier entlang laufen, ne? Da sieht man sich einfach nicht satt. Einen guten. Schaut mal, ich fahre durch so eine Wohngegend. Das ist sehr geil. Hier sind überall so kleine, feine Häuschen. Die Leute, ich liebe so eine Straßen. Die parken hier. Hier ist jetzt nicht mein Hausgeschmack, aber hier will ich so wohnen. Dann ist hier neben mein Nachbar Gary. Gary ist mein Nachbar-Chat, der spielt immer mit seinen Kindern. Die gehen immer auf mein Grundstück, dann schreie ich die an. Hab ein bisschen Probleme mit Gary. Ich sag immer, der soll seine scheiß Kinder von meinem Grundstück fernhalten, weil die spielen dann mal Fußball. Dann gehe ich raus mit so einer Unterhose oder so einem Bademantel. Hol meine Zeitung hier ab, gehe wieder rein. Setz mich hier dann auf so einen Gartenstuhl. So richtig grimmig, aber geil. So voll geil. Unterhemd, genau. Einfach wie so bei Simpsons oder so, ne? Jetzt geht's zum Stadion. Ich habe mein Auto geparkt. Ey, hier sind so viele Barca-Fans überall. So nice. Police auch hier am Schlüssel. Es geht gegen Inter Miami, gegen den Verein von David Beckham. Gonzalo Higuaín oder Blatt. Die sind auch Teil von deren aktuellen Kader. Ja, kennt man natürlich noch aus Europa. Guckt euch das an, Leute. Das ist einfach Hype-Spiel, Digga. Diese Frechdachse, die haben alle das neue Trikot am Schlüssel, ne? Schon mit Spotify drauf. Alter, bei denen läuft. Aber ich glaube, das ist nicht original, oder? Oder Spotify ist eigentlich voll der geile Sponsor, finde ich. Also ist cool. Kennt jeder, sagt jedem was. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass die da so sehr alles, ne? Die haben ja gefühlt Spotify, ich weiß nicht, wie viel Prozent die da irgendwie, die haben ja auch so Rechte und sowas da abgegeben. Aber ich finde rein vom Sponsor her Spotify voll geil. Spotify ist ein geiles Unternehmen, so. Also, finde ich, bin jetzt nicht da komplett drin, so, aber so, machen einen guten Job halt. Coole Musik. Cool. Übrigens nicht mehr die Nummer 49,9% gehört jetzt, gehört Spotify, okay, krass. 16, sondern er hat jetzt besser als Auto-Hero, aber nicht besser als Vita-Welt. Leider Seele verkauft, ja. Leute, Digga, ich schwöre, das ist wie bei GTA einfach. Da hat man sich einen gestealt, ist über den Zaun geklettert und hatte dann 5 Sterne, ne? Ich weiß gar nicht, wohin mit mir, ne? Ist alles so krass. Das ist echt krass. Digga, da stehen einfach so... Und da vorne ist schon das Stadion. Guck mal, die richtige Fanmarsch hier in Miami. DRV PNK. Die schlagen sich schon wieder. Stadium. Aber das ist gar nicht so groß, ne? Einfach zwei solche großen Tribünen. Ist wahrscheinlich sehr, sehr kompakt gebaut. Aber keine Sorge, Freunde, das Stadion in Vegas, dann gegen Real Madrid, das wird es in sich haben, weil das ist auch ein Footballstadion. In Miami, Leute, sind wir auf dem Barca. Vegas. Ich freue mich so. Real gegen Barca, das ist verrückt. For today's game, it's for YouTube. Oh, Mattes und Till, danke für die Subs. Ja, von Honduras. Ah, von Honduras. Ah, hablan español. Ja, entiendo. Ich werde dir dann ein Video erfahren. Messi hat auch schon ein paar Mal in Interviews gesagt, er könnte sich vorstellen, auch mal in den USA zu spielen. Für den Verein von Beckham halt, ne? Ich glaube, der hat auch ein Apartment in Miami, wenn mich nicht alles täuscht. Also ja, das Grundgerüst quasi auch privat für ihn steht hier. In Florida leben auch extrem viele Latinos, deswegen sind hier auch einfach sehr viele spanischsprachig. Das ist offizieller Merchandise. Da haben wir hier einen riesigen Barca-Ball. Kann man ja unterschreiben. Muss ich eigentlich auch gleich mal machen. Vamos. Fußball, Tischtennis wird da auch noch gezockt. Nice. Hier kann man so 1-gegen-1 machen auf einem kleinen Feld. Und dort hinten kann man Bilder Schutzkraft machen mit Fatih und Pedri. Vamos, vamos. Eventuell bald in ein, zwei Jahren für
Beckham. Oh, das sind schon echt viele auf der Tribüne, ne? Wir gehen gleich schon rein, Freunde. Komm schon, das ist unsere Saison. Wir haben jetzt wieder einen geilen Kader. Come on. Ich wollte euch auch noch auf eine Aktion von einem Display bekommt ihr aktuell 25% Rabatt. Display. Und ab 2 Displays, also egal ob 2, 3, 4 oder 5, 33% Rabatt. Und ja, es gibt natürlich Millionen von Designs. Es gibt bestimmt bald auch Lewandowski bei Barca als Display. Ein richtig qualitativ hochwertige Metallposter, die mit einem mitgelieferten Magnetsystem ihr ganz easy an die Wand befestigen könnt, ohne Spuren zu hinterlassen. Egal ob ihr Anime-Fans seid oder euren Lieblingsmovie als Display, ihr findet etwas. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung und wir gehen jetzt langsam hinein. Man kommt hier durch und dann kann man einfach sofort schon ins Stadion reinschauen. Es ist hier komplett so offen gehalten. Oh, heftiges Trikot von 28 zu 9. La camiseta super guay. Das war echt geiles Trikot. Super. Muchas gracias. Wir sind schon auf Pitchhöhe. Krass, dass man überhaupt so nah dran kommt. Das gibt's ja nicht. Digga, da ist Lewandowski, Leute. Oh, er ist doch schon im Kader. Oh mein Gott, ich dachte, er wird heute noch nicht spielen. Da ist er einfach. Leber, Leute. Die ersten Bilder von mir auf meinem YouTube-Channel, von ihm bei Barca. No words needed, Freunde. Wir sind dabei bei einem legendären Debüt. Ich blende euch mal hier seine Statistik ein bei Bayern. Er hat über 400 Scorerpunkte gemacht. Also 1,2 Scorerpunkte oder so pro Spiel. Wahnsinnige Statistik. Ich glaube, er wird bei Barca auch seine 30, 40 Buden schießen diese Saison direkt. Es kann echt sein, dass ich hier gerade nur ein paar Läufe machen muss, ne? Aber nicht spielen wird. Aber egal. Er ist genau vor uns. Ich habe das noch nie in einem Stadion erlebt, dass man einfach quasi auf Rasenhöhe mit einem ganz normalen Ticket sein kann. Oh, es gibt Krebs sogar. Oh mein Gott. Dafür gibt es einen extra Magen. Ich muss einen essen hier. Meine Karte wird nicht akzeptiert, aber die ging die letzten Tage doch hier. Ich bin so traurig. Ein Crepe hätte, by the way, $20 gekostet. Inflation kickt hier anders rein. Egal, wir gehen jetzt rein. Erster Blick ins Stadion. Ja, bei dem anderen Stand ging übrigens meine Karte. Voll Pech gehabt, ey, mit dem Crepe. Oh yeah, Leute. Ey, wir sind so weit unten, ne? Ich komme nicht drauf klar. Reihe 5, Moment. Krass, Leute, heftig. Barca hatte zwar schon ein Preseason-Spiel, aber da haben sehr viele Spieler $20 ohne Sinn. Das ist also das allererste Richtige. Hört auf. Ei, ei. Okay, da kann ich sogar mein Getränk abstellen. Oh, cool. Sehr wildes Ding. Ronaldinho. 2005 Ronaldinho. Sind hier schon ein paar echt krasse, eingefleischte Barca-Fans. Da haben wir Gonzalo Higuain. Der spielt jetzt mit Glatze. Aber er hat natürlich noch Qualität mit Sicherheit. Da ist übrigens der Mannschaftsbus von Barca. Sieht man auch einfach von unserem Platz. Alle Leute neben mir reden Spanisch, ne? Ich höre hier niemanden Englisch reden. Barca kommt rein! Dale! Vamos! Eric Garcia, Ansu Fati, Aubameyang. Nein! Rafinha, jetzt sehe ich ihn erst. Direkt mal mit ein paar Step-Over. Christensen, der war... Step-Over. Letzt bei Chelsea nicht so gut in Form. Ich hoffe, bei Barca kommt jetzt wieder ein Schwung. Pedri! Hola! Ja, direkt mal mit einem Lächeln. Ich kann mir vorstellen, dass Rafinha echt gut funktionieren wird bei Barca. Start und Stellung gefällt mir auch sehr gut von Barca. Wer sagt denn Step-Over? Und der Belegung, aber ansonsten Anzu und Rafinha neben Aubameyang. Richtig, richtig geil. Und im Mittelfeld Nico. Auf Englisch, ja, cool, Digga. Ich hab einen doppelten Step-Over gemacht und bin dann rechts an ihm vorbeigegangen. Übersteiger links, Ausstieg rechts. Oder Ausstieg. Ich kenne niemanden, der Step-Over sagt. Übersteiger, sagt man. Deutschlos. De Jong rechts. Ja, über den gab es ja auch sehr viele Gerüchte, ne? Double Step-Over. Busquets, Gabi, Araujo auch noch. Nächster Ausstieg rechts. Auf geht's, Ober. Ober ist ein Reis. Korrekt, Sidney von dir, war korrekt. Oh, schöne Spude, Digga. Krass, die Zeit sich ändert, ne? Aubameyang, Lewandowski. Echt voll krass, Digga. Guckt euch das an. Dembélé, Lewandowski, Aubameyang. Und jetzt zocken die alle drei bei Dings da, bei Barca. Und Dembélé, extrem. Verstehst du, Bro? Und jetzt spielen sie alle drei bei Barca. Hey, jetzt kommen sie alle auf unsere Seite. Yes! Leider Frechrat, ne? Hast du eigentlich verlängert. Ja, da lächelst du, ne? Lass mal den Usman laufen. Ja, komm, gib mir mal besten Vater. Freunde, seht ihr das, wie klein eigentlich Gabi ist? Aber er ist einfach überragend jetzt schon, ne? Oh, schön. Er spielt wie ich, Real Talk. Aufnahmen schon wieder, Freunde. Lass Real Talk, er spielt wie ich. Hey, die Mannschaften kommen rein. Aber doch. Ey, das, er spielt wie ich. Die Nationalhymne von USA kommt jetzt erstmal. Wenn einer so spielt wie ich, Gabi. Gabi ist nicht so schnell, aber ist okay. Er kann nicht so gut schießen, so wie ich. Er hat eine geile Technik, so wie ich. Er spielt Pässe, so wie ich. Er sieht auch aus wie ich. Vielleicht ein bisschen größeren Kontostand hat der Mann, aber sonst einfach gleiche Person. Gleiche Beine, ja.
Du spielst wie Andy Otte. Wer ist denn Andy Otte, Digga? Das ist Andi Otte. Karl, Digga, kommt denn der Mann was, oder wie? Naja, ein bisschen muss er ja was können, wenn er bei Bayern war. Nehme ich mit, spiel ich halt wie Andreas, ne? Und? Der Gotte gar nicht. Aber wirklich, nicht. Schau Leben, Digga. Bruder, die drehen die Mucke so laut auf. Momo Azu, komm, bitte ohne Pedri hat jetzt die 8. Läuft früh an. Also ja, die wollen auf jeden Fall jetzt ja auch zeigen, dass nach den Neuzugängen Qualität dazugewonnen wurde. Haben wir. Brotex, dann für den Sam. Schön, Digga. Krass. Schön gerettet. Ja, die kommen durch, Alter. Oh! Deswegen war nicht mehr dran, aber trotzdem stark gemacht von ihm. Wie Iniesta, die Nummer von Iniesta bekommen. Schöner Ball von Nico Pedri. Ja, super durchgesteckt. Ja. Oh, was eine Annahme von Fatih. Hilfe, war das gut. Oh, das hätte ein Tor verdient gehabt. Kessie. Gefällt mir auch gut bisher. Kessie. Sehr Kessie. Gut gemacht. Zack, super. Zack, oh. Zack, zack, oh. Zack. Gavi hatte die 30, ne? Dann bekommt der Mann wahrscheinlich auch eine neue Nummer. 6 wäre cool. Mann, Digga, ich bin kein Barca-Fan, aber Pedri und Gavi sollen bei Barca bleiben, die ganze Zeit. Und dann brauchen sie irgendwie noch, boah, das wäre schon geil. Pedri, Gavi, Ansu Fati, das sind schon Bretter da vorne. Das sind Big Baller. Auch er mit dem neuen Look hat sich die Haare kurz gemacht. Das könnte so ein Brett werden da. Araujo! Araujo! So ein geiler Name. Wie alt ist Rafinha, Chat? Geiler Abschluss! Volli rein ins lange Eck, Digga! 2-0! 24, 25. Barca! Okay. Barca! So kann man doch starten in seinem ersten Spiel für Barca. Wie alt ist Kessier? Kessi? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Stream, danke für deinen Sam dritten. Auch so Mitte 20, oder? 25. 9, okay. Warm, also es wird gleich einen kompletten Riesenwechsel geben zur zweiten Hälfte. Freistoß für Miami. Nee. Konter. Oh! Oh, Party gegen Higuain! Geh, Junge! Dale! Come on! Oh, nee. Zu weit! Ah, schade! Es ist Halbzeit! 3-0 für Barca. Higuain hat da, ja, Freunde. Der geht da Miami ein bisschen, ne? Da macht er sein Ding, verdient da nochmal ein paar Millionen. Denkt ihr, das interessiert Higuain? Here we go. Unfassbar unterhaltsame erste Hälfte. Das macht einfach nur Lust auf mehr. Es gibt noch eine Halbzeitshow. Jetzt wurden die Lichter komplett ausgemacht. Episch. Digga, die werden so einen Film machen in Las Vegas. Und da sind die Spieler für die zweite Hälfte. Dembélé wird jetzt genau auf unserer Seite stürmen. Wie geil. Gavi hat ein sehr wildes Tor gemacht. 4-0. Ich hab's leider nicht gesehen, weil genau in dem Moment die Laola-Welle nach oben kam. Ja, komm, Ufan. Platz. Renn, Junge. Runtergesaut. Leute, Dembélé ist
der beste Spieler bei Barca. Ich meine. Diego Nasso, Gio! Oh mein Gott! Das ist ein Signature Move, diese Drehung. Ja, mit Abstand schönster Treffer des Tages, aber wir hatten echt viele geile Tore. Memphis, ey! Dale, Usman! Dale, 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 dale! Ja, ja! Checker! Ich sag auch, Usman Dembele fit, das ist sehr unfair. Also wenn der fit bleibt und Bock hat, ich glaube, er wird Bock haben mit Lewandowski und Aubameyang. Das könnte schon sehr unfair werden, Chat. Irgendwie so Flügel, Dembele, Bruder, ich weiß gar nicht, wie die spielen wollen. Also Lewandowski ist gesetzt. Und dann? Die haben auf den Außen Dembele, Rafinha, Ansu Fati, Aubameyang. Ich weiß nicht mal, was da die krasseste Offensive wäre. Doppelsturm mit Auba. 4-4-2 oder was? 4-1-5. Ich glaube wirklich, die spielen 4-1-5. Aubameyang, Fernand Torres, Robert Lewandowski. Ansu Fati, Rafinha, Dembele und Depay, ne? 7. Digga, die haben 7 Bretter. Die haben wirklich 7 und 3 von denen spielen nur. Die haben 7 Bretter. Oder die spielen halt irgendjemanden auf der 10, aber dann ist im Mittelfeld. Hat auch keinen Sinn. Pedri und dieser Kessier spielen immer. Sergio Busquets, Gavi. Sogar in Miami trifft man einen Zuschauer. Die haben echt einen krassen Kader. Geiles Spiel, oder? Ja, Mann. Ja, Dembele ist. Ja, voll, voll. Zack. Passt. Ciao, GF, die Spaß noch. Passt, passt, passt. Treffer ist nicht mehr allzu viel passiert, aber wir kamen auf jeden Fall auf unsere Kosten. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Spiel in Vegas. El Clasico. Good night aus Miami, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Zuschauen. Peace. Gutes Video, gutes Video, gutes Video. Everything has changed. Every day.